Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Das Thema islamischer Religionsunterricht und die bisherige Kooperation mit DITIB haben wir in diesem Jahr schon einige Male aufgerufen und diskutiert. Und gefühlt, also wir warten jetzt auf die Entscheidung des Kultusministeriums. Und ich bin auch gespannt, wie die ausfallen soll. Aber angeblich ist es ja, bis Ende des Jahres soll ja die Entscheidung gefällt sein. Nun ist es eben so, dass der bekenntnisorientierte Religionsunterricht verfassungsrechtlich verankert ist. Wenn jetzt in den Ländern, in den Bundesländern Islamverbände als offizielle Religionsgemeinschaften anerkannt sind, und das ist in Hessen mit DITIB und der Ahmadiyya eben der Fall, sollen sie in verfassungsrechtlich adäquater Weise Ansprechpartner des Staates bei der Gestaltung des Religionsunterrichts sein. Es geht also auch um die Frage, wer in Hessen bekenntnisorientierten Religionsunterricht bekommt und wer nicht. Und der AfD geht es natürlich allein darum, den islamischen Religionsunterricht anzugreifen, wie es auch eben in ihrem Wahlprogramm zu lesen ist. Das hat ja auch der Herr Becher gerade ausgeführt. Das ist sehr durchschaubar. Und ob sich die AfD wirklich darum kümmert, inwiefern unsere Schülerinnen und Schüler autoritären Ideen ausgesetzt sind, das ist sehr fraglich. Schließlich sind die Ideen von einem Herrn Erdogan gar nicht so weit weg von ihrer eigenen Gedankenwelt. Auch wenn es Ihnen nicht passt, auch wenn es Ihnen nicht passt. Fakt ist aber, ja, der hat gesagt. Kolleginnen und Kollegen, Frau Kollegin Kula, einen kleinen Moment. Also, das Wort hat Frau Kula und sonst niemand. Fakt ist aber, dass ein direkter Zugriff von DITIB auf die Schülerinnen und Schüler vor allem im herkunftssprachlichen Unterricht möglich ist, da dort eben oft direkt Unterricht von türkischen Imamen erteilt wird, die von der Diyanet entsendet werden. Aber das eignet sich natürlich nicht so gut als Projektionsfläche für die AfD wie ein islamischer Religionsunterricht. Die Antwort auf die Entwicklung seitens der Landesregierung ist ein religionskundlicher und selbstorganisierter Islamunterricht. Das bedeutet aber, dass katholische oder evangelische Schülerinnen und Schüler sowie Mitglieder der Ahmadiyya-Gemeinde weiterhin bekenntnisorientierten Religionsunterricht bekommen, während das dann für andere muslimische Kinder nicht mehr möglich ist. Ob das gerecht ist, das müssten wir dann noch einmal diskutieren. Der Kern des Problems liegt wohl in der Form des verfassungsrechtlich verbrieften bekenntnisorientierten Religionsunterrichts, der in unserer pluralen Gesellschaft etwas aus der Zeit gefallen scheint. Fest steht, dass der lange vernachlässigte Ethikunterricht endlich angegangen werden muss, Herr Kultusminister. Auch nicht religiöse Schülerinnen und Schüler müssen flächendeckend ein Unterrichtsangebot bekommen, was übrigens seit bereits 2017 hätte umgesetzt werden sollen. Also, der Kultusminister muss Klarheit schaffen, wie es weitergeht mit der Kooperation mit DITIB und wie dann das Alternativangebot aussehen soll, vor allen Dingen vor dem Hintergrund der Frage, wie muslimischen und christlichen Schülerinnen und Schülern das gleiche Recht auf einen bekenntnisorientierten Religionsunterricht gewährleistet werden soll. Vielen Dank.